Können sogar fast 2 Jahre sein mit Prayer of the Gods. Ich würde da mal eine zweite Runde gerne machen. Einmal gucken, einmal reingucken, wie es sich entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt in Angriff nehmen würde, dort nochmal durchzuspielen. Es gibt neue Götter. Aber es ist immer noch Early Access. Prayer of the Gods. Pray for Gods. Ich glaube, wenn ich es nochmal durchspiele, da würde ich warten, bis es released ist. Im Early Access habe ich das schon einmal durchgespielt. Ich meine, wegen einem neuen Titan jetzt, also einem neuen Gott, nochmal durchspielen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nicht wegen einem. Weil ich glaube, das ist ja hinten wahrscheinlich dran. Also ich müsste die anderen erstmal wieder alle besiegen. Oh, wartet. Spielaufnahme. Das Problem ist, ich würde euch so gern die Musik. Ich habe die Musik schon ausgemacht. Ja? Ich habe die Musik schon ausgemacht, aber ich kann euch sagen, diese Musik ist. Sie ist so gut geworden. Sie ist sehr düster und mega. Ich kann sie euch leider nicht zeigen. Oder vorspielen. Ich hoffe. Ich meine, wenn Twitch das nicht in den Griff kriegt mit der Musik und alles so Zeug. Ich fände es cool, wenn die meisten Entwickler einfach sowas einbauen. So, ne, wenn man streamt oder aufnimmt. Einmal Knopf ein, quasi in Einstellungen und easy. Das fände ich gut. So, wir gehen mal, wir gucken mal rein. Das ist auch neu. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ich glaube, damals gab es, wenn man einfach Kälte wird den Spieler nicht töten. Der Spieler wird nicht im Wasser ertrinken. Wenn er keine Ausdauer mehr hat, extrem niedriges, sich regenerieren. Feinde verursachen weniger Schaden. Hunger und Erschöpfung unterstützen nur die Ausdauerregeneration. Kältewiderstand verringert sich nur in Stürmen und extremer Kälte. Kältewiderstand regeneriert sich nach einiger Zeit, wenn man sich nicht in extremer Kälte befindet. Ich glaube, wo ich zuletzt gespielt habe, gab es das glaube ich gar nicht. Und es gab halt nur, es gab keinen Schwierigkeitsgrad, es gab nur das Spiel. Und ich glaube, da war es so, dass die Kälte den Spieler tötet. Nicht mal die krasse Kälte, ich glaube die normale auch schon, oder? Kälte wird den Spieler nicht töten. Da war es doch schon so. Der Spieler wird nicht im Wasser ertrinken, wenn er keine Ausdauer mehr hat. Extrem niedriges Leben wird sich regenerieren. Feinde verursachen weniger Schaden. Okay. Also da hat man, glaube ich, Hunger. Hunger und Erschöpfung beeinflussen die Regeneration der Ausdauer positiv und negativ. Kältewiderstand verringert. Hitze. Ich weiß nicht, was damals die Einstellungen ist. Also ich glaube, das ist die Einstellung von damals gewesen. Legendär. Kälte wird den Spieler töten. Das heißt, jede Kälte ist gefährlich. Ich würde einfach das spielen. Einfach mal. Einmal testen. Wir gucken mal rein. Das ist schon mal neu. Okay. Es könnte sehr laut sein. Ich warne euch vor. Für alle, die ein Headset tragen. Die Menschheit in ihren letzten Tagen. Ein niemals endender Winter presst das Leben aus der Welt. Verzweifelt, um zu überleben, suchen die Antworten in einer Legende. Einer, die von einer heiligen Insel spricht, wo einst göttliche Kräfte wuchsen und gedeihen. Alles zurücklassend, setzen sie... Nein! Niemand kehrt zurück. Okay, viele sind dahin und haben es versucht anscheinend irgendwie. Der kalte Griff wird enger und lässt keine andere Wahl. Der Chor singt. Leute, die Glocken. Okay, es geht in Richtung Horror-Game. Krass. Das war minimal laut. Ich habe euch vorgewarnt. Okay, es geht anscheinend doch so ein bisschen in die Richtung Horror-Game. Finde ich eigentlich ganz geil. Mit so einer düsteren Atmosphäre. Ist noch wieder Licht an hier. Fühle ich mich wohler. Early Access Version 05130. Okay. Boah, das war schon damals cool. Die Titanen, die hier irgendwie einfach eingefroren sind. Und da ist unser erster Gott-Titan, den wir besiegen müssen. Ich glaube, zu dem kam man automatisch. Und danach hat uns dabei ein Wolf gerettet damals. Alter. Wie die Brust, der Brustkorb von diesem Titan, was immer so auf ist, ne? Da oben der. Hier. Holy.
Junge, überall die ganzen Schiffe. Der Wind ist laut. Ich guck mal, ob ich das ein bisschen leiser drehe, okay? Und stellt euch jetzt noch richtig krasse, düstere Musik dazu vor. Sehr gut. Überarbeitet, das Model, also das Charaktermodel. Sehr gut. Sehr kalt. Richtig kalt. Okay, richtig kalt. Warte. Wow. Ich mach mal so. Ist immer noch ein bisschen. Ich würde es mal so lassen. Ich hoffe, das ist okay. Warte mal. Alter. Es ist so laut. Ich werde das mal laut lassen, das Zwischensequenzen klingt gut. Ah, ein bisschen besser. Das ist eine Krähe. Okay, die Kamera haben sie auch geändert. Da müssen wir hin. Hier liegt was. Notizen. Die Kälte war unerträglich. Also haben wir mit verfluchtem Fleisch Feuer gemacht, welches selbst nach Tagen noch brennt wie am ersten. Das Feuer vertreibt zwar die Kälte, aber es vermag nicht den Wahnsinn zu vertreiben, der einige von uns zerfrisst. Klingt nicht gut. Was ist in meinem Inventar? Okay. Das hatte ich damals alles aufgewertet, das war alles auf Maximum. Oh, ich ärgere mich. Oh, die Karte sieht schön aus. Schöne Karte gemacht. Auch hier mit Notizen dran. Ihr seht jetzt, hier ist das Symbol für Schlaf quasi und hier hinter der Kamera ist Essenssymbol. Das habe ich aber noch nicht, weil wir noch nicht so weit sind. Ist noch Tutorial. Sprinten, okay. Ich sprinte. Oh, Kiste. Ah, genau. Das war ja so, unser Inventar ist ja relativ klein. Wir müssen schon haushalten mit allem, was wir haben. Was ziemlich cool war. So, einmal jetzt hier hoch. Klettern. Mal gucken, wie weit wir machen. Einmal ein bisschen testen. Naja, ich will einfach ein bisschen reingucken. Mal gucken. Möchte mal zeigen, wie sich das verändert hat. Ich mochte den Titel damals schon, als ich das mal schon gespielt hatte halt. Ich finde, der macht richtig viel Spaß. Und das, die Access ist, genau, damit konnten wir uns upgraden hier. Da war ich auch schon echt weit, da hatte ich schon richtig krass upgegradet. Es hatte einfach was. Der Hintergrund, die Atmosphäre. Oh, wieder eine Notiz. Die Propheten ließen uns Ordnung ins Chaos bringen. Die Siegel werden uns alle befreien. Leute, die Glocken. Okay. Ah ja, Angriff, genau. Und bam. Es zerfällt zu Staub. Das Siegel ist gebrochen. Ah, Tutorial, ne? Spring. Hoppala. Easy. Spring und festhalten. Ja, perfekt. Moment mal. Spring. Oh ne, die Tür geht zu. Na toll. Ach ja, mit dem Greifhaken. Da war ja noch was. Ich glaube, richtig durchspielen würde ich es dann halt wirklich, wenn es released ist nochmal. Aber mal gucken, wie es wird. So. Einmal rüber. Und hoch, bitte. Danke. Hier ist ein Map-Upgrade gewesen oder so, ne? Genau. Wir müssen jetzt quasi hier hin. Das ist unser erstes Ziel. Unser erster Gott, der fällt. Oder Titan. Ich weiß nicht, was das ist. Ob Gott oder Titan. Ich habe keine Ahnung. Ah, ne, hops. Waren hier nicht wieder rechts und links diese großen... Ja, da, die Titan oder was das ist im Felsen. Und, ah, guck mal, da hinten. So, mit dem Rückgrat so durch und dann so die Rippen nach außen aufgebrochen. Was sind das?
Oh, hier gab es wieder Bären. Essen, genau. Survival Game Like. Hier liegt jemand. Wie eine Notiz. Immer ist das Soundeffekt. Das Anbringen der Fesseln brachte sehr lange. Seile, was? Achso, brauchte sehr lange. Seile wurden geschnürt und von der Kälte gehärtet. Nach so vielen Ritualen brach es erschöpft zusammen und wir vergruben es. Ich bin nicht sicher, ob es tot ist. Der Gestank, der von dort kommt, ist unerträglich. Was haben die, was haben die eingebracht? Lol, war das der erste Gott? Ich erinnere mich gerade vage. Ausweichen? Ich habe keine Ausdauer mehr, ich kann nicht ausweichen. Ah, rollen. Ja. Ah ja, und jetzt müssen wir es gleich erproben, ne? Ah ja, ich erinnere mich. Gab es denn auch noch Bären? Hier gab es ja noch Holz, glaube ich. Hier gab es noch mehr Stuff, oder? Hier gab es noch mehr Stuff, oder? Oder ich erinnere mich gerade sehr falsch. Ich erinnere mich gerade sehr falsch. Okay. Dann müssen wir hier hingehen. Ja, genau, hier das Fell. Die haben hier so einen Gott, das war die Nachricht gerade, die haben den hier eingesperrt. Okay, angreifen. Könnte sehr laut sein, Achtung. Okay, der Sound ist gut. Okay. Okay. Wie ging das nochmal? Ich muss erstmal zu ihm hin, ne? Oh. Lass das. Okay, bin oben. Easy. Ich kletter mal hoch. Hoch, 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 hoch. Da ist was. Genau, ich muss die Siegel brechen. Und die Götter töten. Das ist das, von dem da die Notiz gerade gesprochen hat, ne? Und? Ah. Oh, 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 oh. Ah, stimmt, ich erinnere mich wieder. Ich hatte damals, glaube ich, zuletzt gab es so einen Gott, der so fliegen konnte. Komm, der war geil. Warte, warte, warte. Oh. Ich hoffe, ich kann hier oben aufstehen. Da kann ich meine Ausdauer regenerieren. Und damit hatte ich damals immer ein Problem, dass die Ausdauer dann... Oh, toll. Hör auf damit. Ich will dich töten. Ich muss das tun, glaube ich. So, ein Siegel gebrochen. Ich glaube, drei Siegel gibt's, ne? Auf der Schulter und glaube noch einer auf dem Kopf. Lass das. Hör doch mal auf, dich zu bewegen. Ich hoffe, ich kann hier oben gleich mal aufstehen, ey. Kurz aufstehen. Ja, ja, was dauert so. Und wieder hinhocken. Und bewegen. Okay. Nip, nip, nip. Oh, okay. Festhalten, 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 festhalten. Oh, ist das ein Spam? Halt dich fest! Der sieht aber auch schon so aus, ne? So auch komplett verfallen. Das sieht gut aus. Ich würde ja schon gerne den ganz neuen Gott sehen, ne? Ich würde den ganz neuen Gott ja schon echt gerne sehen. Aber der wird bestimmt erst ganz am Ende dann sein, nur. Lass das. Ist nur auf dem Kopf, nehme ich an. Ja, die tun mir auch ein bisschen leid, so, ne? Aber ich habe damals, glaube ich, vermutet, dass die halt daran schuld sind, dass diese Welt jetzt in diesem Griff dieser elenden Kälte ist. Oder endlose Kälte halt. Dass es halt immer schlimmer wird. Die überleben das.
Und der Rest der Welt halt nicht. Die Titanen nicht, wenn man das so betiteln kann, diese Großen, die hier überall sind. Und die Menschen natürlich das Recht nicht. Oh nein, 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 nein. Was ist das? Ich wäre schon so runtergeflogen. Siegel gebrochen. Gott fällt. Gab es nicht so eine Art Wildschwein, so ein großes in so einer Halle? Oh, ich erinnere mich gerade wieder an die ganzen Götter. Oder sind das die... Ich weiß nicht, was es ist, ne? Ich vermute, das sind Götter. Oder sieht aus, bei dem Bauch fehlt auch schon die Hälfte. Ah, und da unten liege ich vor ihm. Und jetzt kommt, glaube ich, der Wolf und rettet uns. Genau, da ist er. Patsch, patsch, warte. Kann ich hier? Wolfi-Knolle. Ja, und der bringt uns in den Tempel und dann kriegen wir auch erstmal diesen Gleiter und so. Und dann kommt das Survival, der Survival-Aspekt dazu. Gab es nicht auch damals so Geister, die so richtig arschig waren? Weil die nicht gleich siehst halt. Greifen dich aus dem Hinterhalt dann immer an. Und es war doch so, dass je mehr also Götter wir dann getötet haben, umso stärker wurde der Wolf. Der Wolf wurde doch immer riesiger gegen Ende. Ja, ich erinnere mich gerade wieder an das alles. Und ich habe mir immer gewünscht, dass wir irgendwie dann gegen den, also dass wir irgendwie dann vielleicht mit dem Wolf noch was zu tun haben oder vielleicht gegen den kämpfen können oder so. Dass wir ihn halt stärken. Und er, der eigentliche Gott ist, so und mit der, einer der größten, so. Habe ich mir so gedacht, das war immer so meine Vorstellung. Wenn es jetzt aber einen neuen Gott gibt, dann würde der Wolf ja noch größer dann wiederum werden, wenn wir den auch noch töten. Boah, jetzt bin ich getriggert. Guck mal, das hingelegt und geht. In diesem Quelle hier. Genau. Ah, da oben ist ein neuer. Der oben ist, glaube ich, neu. Der da. Die unten sind, glaube ich, oder gab es nur vier damals? Jetzt die Frage, gibt es zwei neue oder gibt es einen neuen? Ich glaube, es gibt einen neuen. Ich glaube, fünf waren schon damals. Aber oben der ist, glaube ich, neu. Und links ist auch noch eine Option für noch einen neuen. Ich weiß nicht, wie viele die noch da reinbringen an Göttern und so, die du hier töten kannst. Ich hoffe noch ein paar. Und die Geschichte triggert mich auch ein bisschen. Da warte ich aber lieber auf den Release. Glaube ich. Ich habe mich damals, glaube ich, immer vor diesen Rittern erschrocken, die immer aus dem Boden kamen, diese Zombie-Ritter-Ding-Teile. Die waren, glaube ich, immer richtig creepy. Genau, einer ist weg. Der ist der Nächste. Ja, also einer ist definitiv neu. Das ist der halt oben, denke ich. Könnte sein, dass der rechts noch neu ist. Weil der in der Mitte, also der rechts in der Mitte, mit diesem Schnabel, das ist der Vogel, der Große. Ist der jetzt... Nee, das jetzt, das ist der Wurm in dem großen See. Ganz rechts ist dieser... Dieses Wildschwein nehme ich an. Der Vogel, ist klar. Und ganz links... Noch für einen. Gibt es noch zwei neue? Obwohl mir das linke halt mir auch bekannt vorkommt irgendwie. Ja genau, und das wurde immer voller hier, ne? Und der Wolf war dann hier irgendwie, der hat sich daran gelabt oder so, keine Ahnung. Irgendwas war da. Ich würde irgendwie gerne nah ranzoomen, aber ich kann nicht. Muss ich so machen. Genau, jetzt kriegen wir hier diesen
Gleiter, richtig. Ja, das weiß ich noch. Karten-Upgrade. Genau, hier ist der Tempel. Und hier ist Zeug drin, ne? Ich muss es nur kaputt machen, warte. Medizin. Und ich glaube, diese Wächterinnen, die hier vorne waren, manche davon sind wieder zum Leben erwacht, ne? Nahkampfwaffe, perfekt. Hier, ich glaube, von denen sind einige wieder erwacht, ne? Okay, du nicht, aber du doch, oder? Du auch nicht? Du? Okay. Und die hatten so eine kurze Haltbarkeit, da muss man immer reparieren und so. Oh Gott, ich erinnere mich wieder. Hier oben gab es auch noch was, ne? Ich glaube. Oh. Okay, was zum Schlafen für unterwegs. Du wirst aber lebendig, ich muss das. Ich weiß nicht mal, wofür wir die töten, wir kriegen ja nicht mal was. Ich glaube, irgendwie könnte ich da hoch. Okay, dann mal gucken. Ich gehe erst mal auf die andere Seite. Ah, die Gräden da vorne könnte ich auch abschießen, ne? Dann kann ich wieder alles upgraden und. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du wirst wieder lebendig, oder? Ich wusste das. Vor allem haben die, möchte ich mal kurz anmerken, die haben dieselbe Maserung, also Leuchtezeichen auf dem Körper, wie der Gott, den ich getötet habe. Wie die zusammenhängen, die haben ja auch diese Nachrichten und Notizen hinterlassen, ne? Aber warum? Das ist hier die Frage. Stirb. Okay, meine Waffe ist fast kaputt. Oh. Stirb doch mal. Das war kritisch. Die wollte nicht sterben. Da hinten sind noch zwei. Ja, aber stopp. Ich hole mir noch die Pfeile. Brauche ich die anderen auch? Ich glaube nicht, ne? Den einen Pfeil holt die zwei, lasse ich einfach. Die geben ja nicht wirklich irgendwas. Ich glaube, da hoch wollte ich immer, ne? Ich glaube, da oben war ich aber sogar. Komme ich nicht da hoch? Okay, ich mal gucken. Irgendwo hier hoch ging's. Ich halte das halt keine Musik jetzt an, ne? Das Spiel wäre halt viel atmosphärischer, wenn die Musik jetzt an wäre. Ist halt sehr schade. Gibt's vielleicht eine Einstellung, irgendwas, was ich übersehen habe? Vielleicht so. Was? Logitech Beleuchtung aktivieren. Für was? Mit meiner Kamera? Ich habe eine Logitech. Hä? Ich verhau das gerade irgendwie. Das ist nicht das, was die Entwickler meinen. Ich glaube nicht. Aber warte mal, da gab es noch. Warte. Die Kiste, da würde ich gerne reingucken. Na, das Ende kann ich schon kaputt machen. Ist da eine Kiste, die ich brauche? Da unten ist noch so eine kaputte Kiste, die brauche ich nicht. Oh, das war knapp. Ah, hier oben war da was. Ja, ich höre es auch. Ja, hier ist was. Oh, perfekt. Kann ich das mal aufnehmen erstmal? Ich habe jetzt zwei erst, ne? Oh, ich will jetzt wieder alles upgraden. Ach,
Zock ich's durch wegen dem einen Gott? Der ist da hinten. Ich habe mich damals hier unten überall rumgelatscht, weil ich glaube, ich finde irgendwelche Secrets. Ich erinnere mich wieder. Das Spiel hat einfach nicht gegönnt. Ich habe keine Secrets bekommen, möchte ich anmerken. Der Gleiter konnte aber nicht kaputt gehen, ne? Den konnte ich aber upgraden, glaube ich. Eine habe ich. Kriege den Pfeil nicht wieder, danke. Inventar. Könnte ich nicht reparieren, mir fehlt ein Seil dafür. Dann gehen wir los. Hier ist aber nichts, oder? Nee. Nice. Stimmt, ich hatte noch die Pfeile gesammelt und gecraftet und ach Gott. Okay, perfekt. Jetzt könnte ich das reparieren, theoretisch. Warum darf ich nicht? Oh, könnte ich ihn upgraden? Da würde ich eher warten, bis ich... Kann ich das große gleich upgraden eigentlich, oder? Die Tasche könnte ich auch upgraden, ne? Da brauche ich noch zwei Hasenfälle, nehme ich an, ne? Da brauche ich bloß eins. Das ist eine Axt. Tag 6. Unsere mitgebrachten Waffen sind spröde durch die Kälte. Einige von uns haben angefangen, einfache Waffen aus dem reichlich vorhandenen Holz zu machen, aber diese Bäume sind seltsam. Wir fällen sie für Feuer und für Waffen, und dennoch wachsen sie fast über Nacht wieder nach. Welcher Baum kann so etwas? Selbst ihre Wurzeln sind seltsam. Sie wachsen so tief, viel tiefer als die Bäume zu Hause. Ich denke, sie sind miteinander verbunden. Vielleicht sogar mit etwas Größerem. Danke. Jetzt habe ich Angst vor den Bäumen. Geil. Jetzt sind nur so kleine Wurzeln, die da so rausragen. Von irgendeinem Riesenbaum oder sowas. Da drüben sehe ich zum Beispiel Riesenwurzeln, die da irgendwie, ne? So rüber und rüber. Hier oben, da. Toll. Wow. Ich müsste halt schlafen, ne? Ich esse das mal. Dass ich wieder Holz mitnehmen kann. Darf sie nicht Hasen und Wildschweine und so? Ich kann damit Bäume fällen, also die großen sogar. Aber die kleinen gehen so, ne? Das sind diese kleinen hier, genau. Ah, da war ein Speicherpunkt, ich erinnere mich. Da konnte man beten und da wurde gespeichert. Wieder ein Brot, ne? Brauche ich das? Wofür ist das? Das ist auch für Essen, ich esse das mal. Ich hatte mir damals immer die großen Fleischstücke aufgehoben für die Kämpfe, ne? Da haben wir einen dritten. Okay, cool. Tag 3. Die Kälte hier ist brutal und barmherzig. Zum Glück hat Leif ein paar Höhlen gefunden, die uns Schutz vor den Elementen bieten. Solange ich kein richtiges Lagerfeuer finden kann, ist Kochen hier allerdings ein Problem. Ich könnte mein Essen auch direkt neben die kleinen improvisierten Feuer legen, wie Leif es tut. Aber ich finde, es verbrennt das Fleisch und macht es dreckig. Oh, hier ist noch was. Oh, ein Schatz. Guck mal, da muss ich eh hin. Da war der erste. Okay. Das mit Notizen ist cool. Wo ist denn der da? Der ist da hinten.
Dahin rennt ein Hase. Ich loot erstmal hier. Aber ich kann. Das war der große Vogel. Glaube ich. Dieser Vogelgott da. Nimm mal die in die Hand, die sieht besser aus. Ich habe ein paar gute Pfeile. Achso, hier. Gesundheit wird erhöht und die Ausdauer. Achso, ich kann mir aussuchen, Gesundheit oder Ausdauer. Auf Ausdauer gehen. Okay. Ich glaube, Gesundheit, also wenn man gegen die Titanen kämpft, braucht man eher Ausdauer zum Festhalten. Leben, ja gut, mit den einzelnen kleinen Kämpfen vielleicht. So, speichern wir mal kurz hier oben. Wohin beten, also zu wem beten wir gerade? Wenn das die großen Götter sind, wir töten die ja. Zu denen anscheinend nicht. Aber diese Welt wird ja immer kälter, also alle sterben durch die Kälte. Wir versuchen die ja zu töten, damit das aufhört. Doch was sind die? Ich brauche ja Kontext in dem Spiel. Das war, glaube ich, die Höhle, wo ich früher immer drin war, wo ich gekocht habe und so, ne? So, um den Hase jetzt zu töten da unten. Oh, ich bin so gut. Ach, das war nicht das. Ich brauche Wildschweinfelle, glaube ich, ne? Okay, ihr seht das nicht. Ich habe ein bisschen Essen. Schlaf wäre aber gut. Also schlafen müssten wir irgendwie recht zeitnah mal. Ist hier oben was drauf? So ein Secret? Nee. Hätte ja sein können. Da unten habe ich noch was rausgeschmissen. In die Richtung müssen wir. Ich gehe einfach in die Höhle. Und kochen wir gegebenenfalls was. Also noch Bären. Was war das für ein Geräusch? Okay. Ich habe Angst, dass diese komischen Todesritter wieder aus dem Boden rausschießen. Ich habe hier hinten, boah, das ist das erste Mal letztens. Ah, genau, das war nämlich die Höhle. Erstmal Karten-Upgrade. Hier ist der Speicherpunkt. Wir sind von hier gekommen. Speicherpunkt. Brücke hier irgendwo, hier glaube ich. Na, dann hier die Höhle. Hier ist irgendwie ein großer Tarn. Ist schon eine große Karte mittlerweile, ne? Ich denke mal, die wird auch noch größer. Ah, hier kann ich pennen. Perfekt. Hier ist eine Notiz. Tag 1. Unser Schiff war das erste, das ankam. Wir wurden von heftigen Winden begrüßt, die unsere Segel zerfetzten. Wir versuchten, auf Kurs zu bleiben, wurden aber gegen Wände aus Eis geworfen, die unseren Rumpf zerfetzten und uns in die kalten Wellen warfen. Viele schafften es nicht zum rettenden Ufer, und die, die es schafften, kämpften nun damit, warm zu bleiben, mit dem wenigen, was sie an Bord mitnehmen konnten, bevor das Schiff sank. Die Reise hat sich bis hierhin also extrem schwierig dargestellt. Wir fanden Schutz in den Höhlen, und ich habe mich selbst dazu verpflichtet, über meine Erlebnisse hier zu schreiben. Gehören wir zu dieser Gruppe? Genau, wir braten das Fleisch wieder um. Ich habe mir dann also die großen Stücke aufgehoben für diese Kämpfe zwecks Ausdauer. Ich erinnere mich wieder. So was gegen Müdigkeit, ne? Es gab irgendwas, was ich nie benutzt habe. Ich glaube, die hier habe ich nie benutzt.
Wegen Müdigkeit und so. Erstmal so ein Brot. Okay, warm bin ich. Wir pennen einfach mal. Dann füllt sich das theoretisch wieder auf. Die Klamotten haben Spaß. Was ist das? Essen und Wärme geben die Pilze. Okay. Ich mache mal das Essen voll. Kann ich hier gleich irgendwie... Also das Essen ist noch nicht ganz voll. Ich würde es ja einfach voll machen. Weil wenn, dann würde ich mir auf die großen Fleischstücke gehen von den Wildschweinen. Ich würde eh Wildschweine jagen, damit wir unser Zeug upgraden können. Ich gehe wieder hier raus. So. Ich hätte später auch noch richtige Schwerter, ne? War hier oben nicht so ein kleiner Boss drauf? War das nicht hier? Das war hier, ne? Okay, ich gehe erstmal in die andere Richtung, denke ich. Wo ich ja auch hin soll. Wie ging denn das mit diesem Titan da drüben? Mit dem Wurm. Ich glaube, ich bin ringsrum gerannt. Ich musste die Schüssel von dem... Der hat irgendwas gemacht, da musste ich irgendwo hinlenken. Ich erinnere mich wieder. So vage. Oh, hier war mein Fußsprung. Es gibt hier keine? Wo sind die Wildschweine? Ich kann hier was upgraden. Steigt mein Tempo. Momentan machen die 1. Und das würde dann upgraden auf 3. Oh, die verändern sich diesmal jetzt sogar optisch. Ui. Okay, das ist cool. Das verändert sich optisch. Das finde ich jetzt nice. Ich brauche halt echt mal irgendwie erstmal Wildschweinleder. Ich will mal noch nicht dahin. Ich gehe erstmal in die Richtung. Erstmal alles andere, bevor wir zum Boss gehen. Und hier gab es dann, glaube ich, irgendwo auch diese Typen, die aus dem Boden geschossen kamen. Ich suche erstmal Wildschweine. Ich will upgraden. Inventar upgraden ist das A und O. Je mehr Platz du hast im Survival Game, umso besser. Habe ich nicht damals noch die Küsten unten abgesucht? Ich glaube, ne? Ich war überall. Und habe das hier, die ganzen... Ja, ja, ich habe alles abgesucht gehabt damals. Das ist eine Krähe. Wir suchen Wildschweine, Freunde. Hier unten gab es doch, glaube ich, sogar den ersten Angriff von irgendwelchen Typen, ne? War so. Ich bin ja langgelaufen und auf einmal kam die aus dem Boden gehüpft. Okay. Gucken wir mal. Ah, hier unten gab es Loot. Hier sind die angekommen, oder? Ne, im Schiff. Lol. Ich wollte es hauen. Oh, Pfeile. Warum liegen wir aber, sind wir an der ganz anderen Küste gewesen? Ja gut, da waren auch Schiffe, ne? Die Frage ist, gehören wir auch zu dieser Gruppe, die diese Meldungen hier, also diese Schriftstücke überall hinterlässt? So, jetzt kommen die safe gleich wieder. War damals auch so, ich habe mich voll erschrocken. Oh, Alter, ich hasse euch ab und tief. Nein! Wie viel halten die aus? Aua! Scheiße! Ich
Stirb bitte. Wie kommst du hoch, Alter? Steck mich jedes Mal. Danke. Oh, Metallschwert. Oh ja. Oh ja. Nice. Mein Leben hat es ein bisschen dezimiert. Muss ja. Besser als hier zu wenig Leben zu haben. Ah, die machen schon. Da ist ein Wildschwein. Zwei Wildschweine, da unten ist noch eins. Ja, du brauchst zwei Schuss für so ein Wildschwein, ne? In den Kopf. Au. Okay. Bogen ist auch gleich. Ich habe noch einen Bogen. Warte. Ich droppe das mit der Wärme. Komm. Nein. Ich droppe das mit der Wärme, habe ich gesagt. Da. Das ist der eine Gott. Boah. Boah. Der sieht anders aus. Der ist nicht so wie da. Oder? Oder der ist auch so ein. Boah, wie riesig der ist, so gut. Ich glaube, wo ich zuletzt hier war. Oh, wie weit sieht man denn? Wie riesig ist der bitte? Boah. Wo bin ich damals denn überall hingegangen? Ich glaube, das ist der andere Ausgang der Höhle, glaube ich, ne? Oh. Ah, easy. No chance. No chance. Nein, das nehme ich nicht mit. Das nehme ich schon mit. Schnetzeln. Genau, das ist der andere Ausgang der Höhle. Ja. Okay, warte. Oh. Ja, definitiv upgraden. Okay, da bräuchte ich wieder Seile auch. Kann ich mir die herstellen? Gab es nicht ein Craft? Das war das einzige Crafting, das war einfach so aufwerten und außerdem ich finde noch was. Aber guck mal, da ist so viel Platz, ne? Da gibt es da safe noch. Oh, ich habe neues Holz. Verderben tut das nicht, oder? Ich glaube nicht. Oh, Beeren nehme ich mal mit, die esse ich glaube ich nebenbei einfach so. Jetzt kann ich das deine Fleisch noch mit von dem Hase. Das sieht schon echt nice aus. Das ist auch echt nice. Das ist halt auch wirklich nice. Und das ist immer noch im Early Access. Das Schwert gefällt mir auch, ne? Aber ich bin schon ein bisschen getriggert. Ich würde schon gerne den neuen Gott sehen, ne? Ich bin da schon ein bisschen getriggert. Hier kommt noch Sapler wieder irgendwas. Ja, hier kommt Sapler. Entweder kommen hier Geister. Oder wieder irgendwas aus dem Boden gehopst. Safe war irgendwas aus dem Boden gehopst. Ich weiß es doch einfach. Auf dem Hasen da unten.
Nein, nein. Okay. Drei, vier Hasen. Ja, das ist ein Wildschwein, oder? Da, im Kopf von ihr. Die hat nicht mal einen Namen, oder? Also das Schwieg gibt ihr gar keinen Namen. Glaube ich. Nee, ich glaube, sie hat keinen Namen. Ob ich ihr einen Namen gebe? Tag, Fragezeichen, Fragezeichen. Das Essen geht zur Neige und einige haben angefangen, sich über wärmere Kleidung zu streiten. Einige gehen sogar so weit mit Verstecken ihrer besten Ausrüstung in Höhlen. Ich überlebe mit dem, was ich habe und hoffe immer noch, dass das, was wir hier tun, das Licht zurückbringt. Also die Wolken vertreibt, den Schnee vertreibt, die Kälte vertreibt. Sicher? I don't know. Habe ich keinen Platz mehr? Okay, Holz wäre aber gut zum Braten dann. Hase! Hasenangriff! Mit fettem Megaschwert! Bleib stehen! Ah. Easy. Das ist ein Wildschwein! Aua! Nee, nee, nee! Naja. Nee, 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 nee. Noch ein Schwert. Wuhu. Aua. Ah. Oh, das hat wehgetan. Du Arsch. Stirb bitte. Du hast mir echt wehgetan. Oh, nee, 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 nee. Ja, ja. Klar. Von oben nach oder holy. Okay, ein Schwert. Alter. Hüpft der von oben runter? Mache ich kaputt, kriege ich ein Seil. Ja. Mache ich kaputt, kriege ich richtig gut Stuff. Ja. Das nehme ich als Hauptwaffe, bitte. Das würde ich behalten. Das ist aber fast kaputt. Ich mache mir hier von 1 kaputt. Ich würde die reparieren. Woher kriege ich noch eins? Kann ich, drop das mal, bitte. Oh, warte mal. Ah, hier kann ich Pfeile draus herstellen. Ah, guck mal, da brauche ich... Oh. Oh, da brauche ich aber einiges von. Ich kann... Ich mache mal Pfeile draus. Perfekt. Oh, 5 Stück. Kannst du ein bisschen schneller machen? Wir haben Zeitdruck. Es ist kalt. Warte mal, jetzt habe ich da hier... Ich habe diesen kaputten Bogen, ne? Da kriege ich noch was raus. Oh, ich stehe jetzt mit dem Hauptbogen. Scheiße. Kriege ich da nicht Schaden, wenn es so kalt ist? Ich jag noch das Schwein, dann gehe ich zurück. Oh, davor. Menno. Ich brauche die Wildschweine. Und bitte keine... Ich höre es wispern. Hier sind Geister. Da oben sind die Geister gewesen, ne? Oh, down. Boah. Kriege ich Schaden? Nee, oder? Gib mir das Essen. Das ist halt scheiße wichtig. Ich würde noch das versuchen, das Schwein zu töten, und dann gehe ich, Der Bogen macht einen Abgang. Woran sagt man denn die Geister? Die sind hier gewesen. Die sagt man auch irgendwie. Oh, ich weiß nicht mehr an was. Oh, in den Kopf. Nice, ich muss los. Ich gehe hier hinten durch, da weiß ich, dass ich geklärt habe. Wir gehen zurück in die Höhle. Hier ist eine Ausgang.
Ah, ich erinnere mich. In die Dinger muss was rein. Wow. Also ich erinnere mich, dass ich damals hier aber Schaden bekommen habe. Zählt das? Das zählt nicht, oder? Dass ich damals Schaden bekommen habe, als ich im Schneesturm war. Also es war ein bisschen härter damals. Ah? Mache ein Feuer, um warm zu werden. Oh. Hab ich. Abgang. Ich will zur Höhle. Ich habe jetzt zwar drei Fleisch. Drei gute Fleisch habe ich geopfert. Da geht nicht anders. Nehme ich das mit. Ich muss zurück in die Höhle. Dringend. Ich mache hier draußen kein Feuer. Das ist mir zu risky. Hasen! Warte. Ausdauer. Ich will die Hasen mitnehmen. Ich will Fleisch mitnehmen. Hallo. Oh, ich krieg Schaden. Nein! Oh, ist vorbei. Ist vorbei? Ich habe Schaden bekommen, ne? Weil ich wahrscheinlich zu lange gewartet habe. Oh, ich habe irgendeine Errungenschaft bekommen. Iss mal das Brot. Au! Ja, mir ist zu kalt. Ich brauche Wärme. Okay, da gehe ich in die Höhle aber dafür. Da kriege ich jetzt stetig Schaden, weil mir sehr kalt ist. Okay. Ja, ja. Au. Gib mir doch mal eine Sekunde, ich bin da unterwegs. Das Spiel hetzt aber dann auch gefühlt, ne? Warte, ich bin da in der Höhle. Nein, hör auf. Aua. Okay, bin drin. Jetzt soll das weggehen. Ja, es füllt sich auf langsam, hier sieht man's. Ihr seht das nicht, warte mal. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Nee, das war's nicht. Guck mal. Da sind die Stats quasi, ne? Essen, Schlafen. Also es ist so Survival-Aspekte halt dabei. Ich kann es halt nirgendwo hier um. Hier so, oder? Soll ich hier bleiben? Ich glaube, da geht's. Aber decke ich nichts. So, wir braten mal alles durch. Wir haben schön viel Fleisch dabei. Ich muss mich erstmal hochheilen jetzt. Ich glaube, ich nehme das Hasenfleisch zum Hochheilen einfach. Aber das Große würde ich gerne für Kämpfe aufheben, zwecks Ausdauer. Die macht immer den ganzen Deck gleich, das ist gut. Das Spiel bockt einfach, das ist echt gut. Ich würde aber erstmal zum Wurm gehen, oder? Weil dann müssen wir als nächstes töten. Der Gott muss als nächstes fallen. Wie ist jetzt mein... Warte mal. Ich hab... Was? Okay. Schlafen? Ja, machen wir gleich mal. Danach essen wir dann. Ich glaube, das tue ich weg, weil ich werde unterwegs nie schlafen. Ich werde mir immer eine Höhle suchen. Ich behalte mal Safety First. Bin mir nicht sicher. Okay. Das wäre ein gutes Upgrade von 2 auf 4. Oh, ich könnte es wieder upgraden, ne? Zu einer Stufe 3. Von 3 auf 5. Da würde ich immer das upgraden, glaube ich. Ich kann noch eins upgraden. Cool. Das gefällt mir jetzt schon. Warte mal, war mein Bogen nicht schon wieder kaputt? Das wird mich jetzt verarschen, oder? Schlafen brauche ich eigentlich noch nicht. Schlafen geht eigentlich. Guck mal, sind so richtig die Pfeile im Köcher. Hier. Ach krass, mir gar nicht aufgefallen. Okay, dann gehen wir jetzt in die Richtung.
Ich hoffe, der Schneesturm ist vorbei. Oder muss ich jetzt schlafen gehen? Der ist vorbei. Das war halt bloß mit dem Kältesymbol bei mir. Ah, okay. Das Schwert ist echt mega. Und ich glaube, es war doch... Warte mal, war das nicht so? Nach jedem Titan, den ich töte, respawn die Kisten? Da gab es damals, glaube ich, so einen Bug. Immer wenn ich so einen Titanengott töte... Oh. Oh. Ich geh pennen. Nee, 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 nee. Das Spiel ist schon eine unheimliche Atmosphäre. Wenn es dunkel ist, noch schlimmer. Ich geh mit rein. Ich geh pennen. Nee, nee, nee. Das sehe ich mich einfach nicht. Jetzt esse ich gleich was und dann passt das. Alleine auf so einer Insel, ne? Mit dem Ziel, Götter auszurotten. Ich will gar nicht wissen, was sie träumt. So Altträume wahrscheinlich. Das Gute ist, das Essen wird nicht weniger beim Schlafen. Oh. Das wird jetzt richtig an... Habe ich Dings mit dabei? Das war gegen Schlafmangel. Das war mit Temperatur. Geht das runter, während ich hier stehe? Im Inventar? Nee, ich glaube nicht. Okay, hier ist die Höhle. Ausgang, also Eingang und Eingang. In die Richtung ist der große Vogel geflogen. Hier war das Zeltding, das habe ich gelootet. Hier ist der Typ, da war ich unten drin quasi. Hab den Götzen mitgenommen. Hier war ich noch nicht. Hier ist dieses Tor, wo ich durchgelaufen bin. Und da sind die Geister gewesen, glaube ich. Dieser Wind, ne? Wie lange dauert das, bis das vorbei ist? Ich guck mal, ob ich hier meinen Loot finde. Immer. Rüsten wir mal das aus. Das ist schon fast kaputt. Das mache ich mal kaputt. Ich müsste ganz dringend neuen Stuff finden, wenn ich ihn nur kaputt mache. Na, meine Temperatur geht halt runter. Hier ist noch nichts respawned. Ich speichere mal eben. Wir sind schon ein Stück looten gegangen gerade. Schneesturm zu speichern ist vielleicht keine geile Idee. Ich bin schon um ein Viertel runter? Oh. Das zerrt richtig. Ich würde gleich nochmal diese Pilze nehmen. Die geben ja Temperatur anscheinend wieder. Ich habe meinen Bogen jetzt nicht mehr benutzen, ne? Genau, gib ein bisschen das wieder, ein bisschen das. Ein Fleisch sollte ich auch mal essen. Noch Beeren. Soll ich jetzt echt darüber jumpen, während hier... Guck, da unten ist eine Kiste. Kiste? Oh, oh. Ich bin am Arsch. Der Wind treibt mich. Ich bin tot. Bin ich, wo ich gerade gespeichert habe? Okay. Der Wind beeinflusst sogar. Nee, warte mal. Ich kann doch klettern. Ich kann klettern, warte. Wo war denn das? Kann der... Ich bin schon wieder... Mir ist schon wieder arschkalt, ne? Ja, ich bin im Wasser. Ja, ja, ja. I know, I know. Ich muss hier raus. Oh, scheiß... Scheibe. Hier ist das gewesen, oder? Ah, das wird... Das wird nicht gut enden. Kurz regenerieren. Oh, scheiße. Ja, das war unlucky, dass ich ins Wasser geflogen bin. Ich habe auch nichts jetzt, was Temperaturhöhe macht. Die Tränke habe ich weggeschmissen.
Okay, die Tränke sind doch besser, als ich dachte. Ich gebe zu. Schaffe ich das? Au. Schaffe ich das? Ich will hier hoch. Jetzt hört das auf. Aber das hilft mir nicht, weil ich ja trotzdem... Mir ist ja trotzdem kalt. Ich hole mir das jetzt hier unten. Vielleicht habe ich Glück und da ist genauso was drin. Komm bitte. Okay, Spiel, das ist gemein. Du kannst ja überall hochklettern, einfach nur rechtsklick und du kletterst halt in jeder Wand hoch. Ja, ich mach mir vielleicht ein Feuer an, ey. Ich hab noch einmal, ne? So schnell, mach Feuer. Na, ich regeneriere. Aber ich nehme nur die Bären, glaube ich. Ja, wird warm. Okay. Dauert ein bisschen, aber wird. Die Musik ist minimal creepy. Och, das ist fies. Wirklich? Na gut. Solange kein Schneesturm kommt, ist alles gut. Mir geht sogar ein Weg runter. Das geht sogar zu der Kiste. Unten gehen ja auch die Wege hin, ne? Da liegt doch safe irgendwo Loot. Ach, guck mal. Da habe ich leider nicht dabei. Bären. Nehme ich mit. Ja, so ein bisschen Feuer wäre nice. Kommen bestimmt da wieder irgendwelche. Warte mal. Nein. Kann ich nicht. Große Bäume fällen. Das ist auch neu. Gibt's. Das ist auch neu. Das ist auch wirklich neu. Kann ich meinen Bogen reparieren? Ja, kann ich. Ein bisschen rumfriemeln, zack, zack. Und Bogen fertig. Komm mal ganz. Danke. Oh, der war close. Kann ich die überhaupt töten oder muss ich da... Kann ich die überhaupt töten? Ich glaube langsam gerade, dass ich die gar nicht töten kann. Doch, kann ich. Aha. Wow, instant kaputt. Was geben die denn? Oh, das ist auch neu. Für was brauche ich das? Das sehe ich ja nicht, ne? Wo sehe ich das allgemeine Crafting-Stuff?
Okay, die sind nicht geil. Oh, hier ist so ein Titan oder was ist? Ach nö. Da ist eins. Ho. Was? Zum Geier. Okay, zwei Hitzen, die sind down. Was auch immer ihr seid, die sind neu. Was? Wo? Ich hab schon ein Wurm gehört, aber wo ist der jetzt? Lol. Da oben! Am Arsch! Da oben, wie soll ich denn den wegmachen? Ich nehme Pfeil und Bogen. Da ist übrigens das X. Das ist alles neu. Boah, damals gab es doch bloß, wo ich gespielt, bloß diesen, den Hain mit dem Wurm. Da gab es dahinter doch gar nicht. Doch, gab es was. Doch. Hier ist der Wurm, glaube ich, ne? Ne, lol, war hier nicht der Vogel? Das sieht aus wie der Vogel. Kampfplatten, der war hier unten. Das ist so ein Wärmeteil. Okay, das hebe ich jetzt echt auf. I need it. Ah ja, das ist mit einem Wurm. Hier kam man nicht hoch, aber hier oben lag das. Genau, ich musste von oben noch irgendwie rein. Und die Würmer sind echt ein bisschen tricky, gebe ich zu. Wenn man schnell nah rankommt, gehen die, aber... Pfeil und Bogen halten die echt was aus. Ich glaube, ich gehe erstmal pennen, oder? Ist wieder so ein blöder Sturm. Habe ich denn noch Holz? Eins habe ich, ne? Ich habe nur ein Holz. Ich gehe lieber pennen. Ich habe nichts zum Umcraft. Nichts zum irgendwie Fleisch oder so. Das lohnt sich nicht. Ich hoffe, der Sturm ist vorbei. Sturm, bitte sei vorbei. Oh, was bist du? Nee, nee, nee. Lauf, 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 was immer das ist. Lauf, 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 lauf. Was immer das ist, nett ist es garantiert nicht. Das verfolgt uns. Nett ist es nicht, nett ist es nicht, nett ist es sowas von nicht. Da unten ist die Kugel. Okay, Kugel ist down. Was zum Geier? Da. Was seid ihr bitte? Für seltsames Gewürm. Na, hier kommt der Wurm. Ich würde gerne nochmal speichern gerade, ne? Haben wir der Wurm? Ja, ja, ja. Kam hier nicht noch anderes Stuff dazu? Ja, der muss auf die Siegel dahin, glaube ich, schießen, ne? Ja. Da war was.
Ja, da muss auf das Siegel dahin. Ich muss auf dieses Siegel treten, oder was? Oh oh. What? Ja. Ja, der muss hier unten drauf ballern, glaube ich. Haha. Hallo! Machen ruhigen, bitte. Ging das? Wie als jetzt geklappt, dass er drauf geschossen hat? Nee, oder? Da muss ich. An ihm hoch kann ich nicht. Warte mal. Wo? Oh, an ihm hoch kann ich nicht. Ja klar! Alter! Hör auf! Der ist ein bisschen aggressiv. Lol. Was zum... Nee, lass mich. Oh. Ich komm nicht weg. Ich kam nicht weg. Oh, nee, nee, nee. Wohin? Doch auf das Große, oder? Naja. Ich dachte damals, wäre es aufs Große dort gewesen, aber ich bin mir nicht sicher gerade mehr. Ah, lass das. Alter. Der ist aber auch schießwütig. Ich hatte eigentlich dort hin so. Was? Muss ich da direkt draufstehen? Kannst du das mal lassen, Kollege? Nein, Alter, ich springe nicht darüber. So, direkt so? Oh, was wird das wieder? Da kommt eine Kugel. Oh. Okay, das kann es also auch nicht sein. Dann muss ich da hinten hin, denke ich mal. Weil was anderes fällt mir gerade nicht mehr ein. Nicht schießen. Das hier klappt ja anscheinend nicht. Dann lauf, lauf, lauf. Wieso? Nee, das war's. Warte. Muss ich die Dinger so aktivieren? Es gibt mehr. Okay, okay, warte, warte, warte. Ausdauer regenerieren. Jetzt schießt er gleich wieder. Hier ist so ein Ding. Ja. Der trifft mich damit aber auch.
muss er darauf. Warte mal, geht das wieder runter? Ah, ich muss das nur aktivieren. Sag mir das doch. Puh, das. Nee. Du Laserwurm. Alter, Laserwurm. Muss er da reinschießen? Ah, der muss da noch reinballern. Ah, okay. Okay, I know. Ich weiß, wie es funktioniert. Hier ist halt einfach nur scheiße tief, das Wasser. Noch nicht schießen, bitte. Du musst da vorne reinballern. Dreimal schießt du, ne? Ja. Schade. Schieß mal bitte jetzt. Schieß. Schieß, mein Würmchen. Schieß. Schieß, Würmchen. Schieß. Trau dich. Nur auf die andere Seite noch, ne? Gut gemacht. Du bist gleich tot. Ja, bist du. Oh nö. Die Aktion wieder. Dann nutze ich die Gelegenheit. Ist auf der anderen Seite noch, ne? Hier ist keins, oder? Ne, hier ist keins. Wo sind die Dinger? Alter. Nein, lass mich. Aua. Okay, hab alles aktiviert. Jetzt gibt es nur noch eins. Und das ist da. Boah. Das eine ist jetzt noch hier. Mehr gibt's nicht. Müsste hinhauen, ne? Oh Gott. Oh. Was habe ich getan? Wo ist das? Da muss irgendwo was sein. Was? Schon vorbei? Ich muss da... Lol. Okay. Oh. Na, der hat eins resettet. Nee, hat er nicht. Ja, wo ist das, wo ich da hochkomme? Nein, lass das. Ich muss mich ganz kurz der Ausdauer regeln. Wo hat er die Dinger? Immer bei diesen Seilen haben die Teile. Nein, hört's auf. Ich muss. Ha. Wo sind die? Da ist eins. Alter. Okay. Ich glaube, das ist das erste, oder? Gegen Stone. Oh.
Hör auf. Und jetzt auch. Ich will mich gleich fallen lassen. Da wäre was zum Festhaken gewesen. Ja. Der Wurm ist am nervigsten, glaube ich, gewesen. Wegen diesem Move da ringsrum noch. Ich habe jetzt so viel Zeugs verbraucht, ne? Jetzt müsste ich halt erstmal übers Farm gehen, eigentlich. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Meine Ausdauer geht in den Keller. Jetzt habe ich es abgebrochen von ihm. Sein Spuck-Move da mit diesen Kugeln. Eigentlich müsste ich jetzt ganz schnell erstmal darüber und mich hinstellen, damit ich Ausdauer regenerieren kann. Nein, 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 nein. Stopp. Oh, er macht es wieder. Lass mich doch erstmal. Irgendwo hier unten muss noch eins sein jetzt. Wo? Hier! Komm, das müsste letzte sein. Oder? Hatten die um mehr als drei? Ich weiß nicht, ob die mehr als drei hatten. Kann sein, da müsste ganz unten noch eins sein. Oh, ich hatte es doch gerade. Auf damit, auf damit, auf damit. Da unten kann noch eins sein. Da unten. So, und jetzt aber. Ja, bam. Das war's, okay, hat nur drei. Das ist schon cool. Was macht er mit diesem Move? Er wird zu Stein, oder? Und jetzt sind, glaube ich, die meisten Kisten nämlich respawned. Lebensenergie erloschen. Huh. Aber warum? Warum passiert das? Und schon Schnee drauf ist. Instant wieder von der Kälte umschlungen. Ah ne, ja genau, jetzt holt der Wolf mich nämlich wieder zurück und jetzt ist alles respawned. Jetzt kann ich wieder looten. Also du kannst alle Ressourcen, die du findest, aufwenden, um einen zu töten, um einen Gott zu töten. Und dann musst du respawn alles und dann kannst du den nächsten Gott töten. Weiß nicht, also ich finde das die Grundmechanik eigentlich ziemlich cool. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe, es ist noch so. Damals war es so. Ich hoffe, es ist jetzt immer noch so. Aber du behältst alles, wenn du was mitgenommen hast aus dem vorigen, behältst du das. Na, also wieder Wolf, er zieht uns wieder dorthin. Wir haben den nächsten Gott getötet. Er stärkt sich. Er wird stärker, der Wolf, dadurch. Warum auch immer. Ich muss Screenshots machen. Ich bin fasziniert. Wieso guckt sie so grimmig? Sie sieht so ganz komisch aus. Der Wolf ist größer jetzt, ne? Der ist größer geworden.
Warum? Nächste Wort weg. Kommt jetzt der Vogel schon? Nee, jetzt kommt erstmal noch der links, oder? Was ist weg? Das Spiel ist so ein Trigger-Game für mich. Das triggert mich weiterzumachen und durchzuspielen, gerade. Obwohl ich das gar nicht wollte. Der nächste Gott ist da. Ich glaube, diese Jump-Angriffe von diesen untoten Skeletten, ich glaube, die tun dir richtig weh. Also halbes Leben mindestens. Mit einem Schlag. Der nächste ist. Guck mal, der nächste ist er. Das war dieser Büffel da in dieser Halle. Den musste ich doch gegen die Säulen rennen lassen, damit er umkippt. Guck mal, der Wolf trinkt jetzt hiervon, ne? Aber was ist das? Warum trinkt der Wolf davon? Ich hoffe, das ist noch so, dass jetzt alles respawned ist quasi. Das wäre halt nämlich echt cool. Aber die Upgrades und das alles behalten wir, ne? Ja, tun wir. Okay, hier blinkt jetzt nichts, das triggert mich gerade. Oh, Sabus, die haben das geändert. Das haben die geändert! Oh, das haben die geändert! Das ist nicht mehr so. Also damals war das dann so, dass man nach so einem Kampf hier alles, dann ist noch alles da. Also dann ist alles respawned. Auch die Gegner, die ganzen kleinen, die jetzt hier standen, die sind respawned, aber sie waren wieder da. Finde ich jetzt ungeil. Finde ich das jetzt geil? Eigentlich nicht. Weiß nicht. Schade. Wie kriegt der Wolf mich eigentlich da hoch? Das war close. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Oh, das ist close. Okay. Hier ist echt auch nichts mehr da. Ich fand das so cool, dass man mal wieder looten kann dann nach dem Boss. Oh Mann. Okay. Ich gehe jetzt mal speichern. Wir haben einen besiegt. Wenn der Spielstand bleibt, könnte ich natürlich hier weiterspielen dann irgendwann. Damals gab es noch nicht mal Errungenschaften, wo ich damals gespielt hatte. Speichern. Die gibt es ja jetzt. Bei Steam. Das ist schon cool. Ob es hier von Karten gibt? Schärfe stellt sich nicht ein. Okay. Ich habe jetzt nichts mehr. Ich habe echt scheiße viel verbraucht. Ich habe echt so viel verbraucht, ne? Ich gehe eh nur in den Höhlenpen, wo ich schon Feuer habe. Ich gehe nicht einfach so pennen. Ich gehe jetzt einfach pennen. Esse ich noch was? Ich bräuchte Beeren, ne? Ich müsste wieder Fleisch anhäufen. Das würde ich mir wieder aufheben. Ich habe noch ein Fleisch. Hüpfen Hasen rum. Da liegt noch was. Was liegt hier? Ach, guck. Och, nö. Wird es jetzt extrem kalt, weil es Nacht ist? Oder gibt es jetzt nachts irgendwas Schlimmeres?
Mann. Ich kann nicht anders. Tut mir leid. Ich brauche Essen. Sorry. Wir müssen was essen. Was auch im Boot. Ja, ich glaube, hier unten gab es diese Geister. Unten gab es so eine Kiste. Da drüben sind die Geister, da oben, glaube ich, gewesen. Und liegt halt überall Stuff, ne? Die Frage ist, hier oben was? Ich geh mal gucken. Klettern wir mal hoch. Wie klettern wir? Warum klettern die so schräg? Kletter doch gerade. Okay, der eine Gott ist relativ nah. Und nachts sieht das echt creepy aus. Ich dachte, irgendwo wäre noch was gewesen. Okay. Da hinten, da oben ist das, da, wo Geister definitiv sind. Und drin komme ich auch. Ich müsste jetzt halt. Und sind zwei Kisten im Wasser. Ich werde doof, wenn ich die nicht hole. Alles gut. Habe ich im Griff. Oh, das sind Fische. Ich brauche ja Ressourcen. Ohne Ressourcen wird das nichts. Oh ja. Beißen mich die Fische? Unter Wasser geklettert, wirklich? Wow. Lol. Das Boot hat die Geräusche immer. Wie kriege ich denn jetzt das da unten? Spiel, ich habe glaube ich wieder einen Bug gefunden, was nicht so sein soll. Ich möchte nicht rüber schwimmen. Ah, gut, ich schwimme. Das sind aber keine bösen Fische, oder? Gut, Wärme ist natürlich jetzt richtig runtergegangen, ne? Oh nein. Jetzt will ich nicht gegen die Geister kämpfen. Kritisch. Kritisch. Oh, das ist kalt. Ich muss zurück. Großes Wasser! Naja, ich sehe es schon. Es wird wieder frostig. Ich gehe lieber zurück zur Höhle erstmal. Boah, wie schnell meine Temperatur sinkt. Da oben ist die Höhle. Ich safe wieder gleich Schaden. Gleich da, gleich da. Nicht sterben. Oh. Okay, richtig krasser Sturm.
Ja, Hunger habe ich auch ganz schön. Du musst echt diese Höhlen kennen, ne? Eigentlich sollte ich jetzt gleich schlafen, damit ich eventuell den Sturm skippe. Auch wieder eine Errungenschaft bekommen. Kochen. Ich esse mal die Beeren. Okay, Temperatur steigt sehr schnell, sehr gut. Temperatur voll. Okay, ein bisschen Fleisch haben wir. Dann penne ich jetzt noch kurz. Hoffe, dass der Sturm vorbeigeht. Dann würde ich nochmal speichern. Dann würde ich vielleicht erstmal aufhören. Denke ich. Wo ich schon irgendwie Bock habe, aber irgendwie. Zwei Götter sind gefallen. Ist doch mal was. Oh, ich vermisse gerade echt, dass das alles respawnt, ne? Das ist doch so gut. Hier sehe ich die Materialien, die ich habe. Für das Schwert braucht man richtig viel, aber das ist halt auch gut, ne? Okay, dann gehe ich jetzt kurz speichern. Okay, da war das damals mit diesem World Reset, dass das wieder alles da ist, nicht gewollt. Schade. Kann ich jetzt nur sagen. Aber komm, einmal speichern nochmal. Ist ärgerlich, dass da die Teile aus der Kiste ins Wasser rein sind. Wie kommt man eigentlich wieder hoch jetzt? Da muss man erst. Es geht gar nicht. Okay. Komm.